Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Heute fangen wir endlich mit dem eigentlichen Thema meiner Bachelorarbeit an. Und das Thema lautet ja Wetterderivate. Genauer gesagt lautet das Thema über Wetterderivate und ihre Bewertungsmöglichkeiten. Und ihr werdet auch unten in der Videobeschreibung den Link zu meiner Bachelorarbeit finden, die ihr euch dann downloaden könnt. Und ihr werdet dementsprechend auch noch den Link zu meiner Excel-Mappe finden, die ich hochgeladen habe, weil ich habe mit der Excel-Mappe dementsprechend dann in späteren Kapiteln meine Kalkulationen durchgeführt, zu denen ich natürlich auch in dieser Playlist dann eben zu sprechen komme. Ja, und damit ihr dann dementsprechend das Ganze dann auch besser nachvollziehen könnt, solltet ihr euch vielleicht das Ganze herunterladen. Ja, nun ja, Wetterderivate beinhaltet ja den Begriff Wetter und viele haben nicht wirklich eine Ahnung davon, was Wetter und Klima eigentlich sind. Ich meine, es sind zwei Begriffe, die man so alltäglich benutzt, aber wenn ich jemanden fragen würde, erklär du mir mal, was Wetter ist und erklär du mir mal, was Klima ist, dann würden viele wahrscheinlich sagen, ja okay, kann ich dir nicht sagen, ich kenne die Definition nicht, ich weiß das nicht ganz genau, ich habe keine Kenntnis der Meteorologie und auch keine Kenntnis der Klimatologie. Und ich möchte hier mit euch wirklich nur die Grundlagen besprechen, der Meteorologie und der Klimatologie, die notwendig sind, um das zu verstehen, was wir in der Arbeit hier jetzt oder was ich in der Präsentation im Folgenden dann euch vorstellen werde. Und nun ja, darum geht es heute in erster Linie. Also was ist überhaupt Wetter und Klima? Und dann an zweiter Stelle, warum ist Wetter für uns als Wirtschaftswissenschaftler letztlich so relevant? Und wie können wir uns gegen, sag ich mal, unliebsames Wetter letztlich absichern? Ja, ein ganz, ganz schöner Satz, also ein Zitat, was ich eigentlich in sehr, sehr vielen wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema gelesen habe, ist folgendes Zitat von Mark Twain: Everybody talks about the weather, but nobody does anything about it. Und das ist wirklich so eine Beschreibung dessen, was in den letzten was in den Jahren vor 1997 tatsächlich vorgefallen ist. Also man hatte Wetter gehabt, man wusste, das Wetter beeinflusst zu einem gewissen Teil auch die Produktion oder die Wertschöpfung allgemein meines Unternehmens, aber man kam irgendwie nicht wirklich auf die Idee, sich gegen diese Wetterrisiken, die offenbar vorhanden sind, abzusichern. Ja, und mit dem Thema Wetterderivate beginnt man eigentlich erstmal jetzt das Wetter ernst zu nehmen, das Wetter als Risikofaktor ernst zu nehmen und auch etwas gegen finanzielle Einbußen durch unliebsames Wetter zu tun. Ja, und jetzt kommen wir zu den Begriffen Wetter und Klima. Also, Wetter ist relativ einfach zu definieren. Wetter ist nämlich nichts anderes als der augenblickliche Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort. Ja, stellt euch also beispielsweise vor, ihr wollt wissen, wie das Wetter jetzt beispielsweise in Düsseldorf aussieht, dann guckt ihr aus dem Fenster, dann seht ihr, dass die Sonne scheint oder auch nicht scheint, dann seht ihr ein paar Wolken, dann seht ihr vielleicht, dass es regnet, ihr könnt die Temperatur messen, ihr könnt den Wind messen, also die Windgeschwindigkeit und woher der Wind weht, all diese Dinge spielen letztlich eine Rolle, wenn es darum geht, das Wetter zu definieren, ja, weil das Wetter durch den Zustand der Atmosphäre bedingt ist und der Zustand der Atmosphäre wiederum ist durch eine Vielzahl von Wetterfaktoren oder auch Wettervariablen, wie man sagen kann, bestimmt. Und zu diesen Wetterfaktoren zählt eben die Temperatur, die Sonnenscheindauer, Windrichtung, Windstärke, Niederschlagswahrscheinlichkeit oder auch die Niederschlagsmenge, die gefallen ist. Ich habe das ja hier auch nochmal aufgelistet, also Temperatur, Niederschlag, Wind, Luftfeuchte, Sonnenscheindauer, das sind so typische Wetterfaktoren, die man alle gleichzeitig messen kann und die allesamt das Wetter an einem Ort an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit ausmachen. Und jetzt kommt hier der Clou. Wetter ist nicht von Tag zu Tag gleich. Also ich denke, das ist eine Binsenweisheit, das kann jeder so bestätigen, das ist nichts Besonderes. Aber das Wetter nicht von Tag zu Tag und auch nicht von Jahr zu Jahr immer das gleiche ist, das ist wichtig, wenn wir jetzt drüber gehen, zu definieren, was Klima ist. Also Klima, um jetzt vielleicht mal schon aufs Klima einzugehen, Klima ist nichts anderes als die Mittelung meteorologischer Parameter über einen gewissen Zeitraum. Bedeutet also, wenn ich mir quasi anschaue, wie sich das Wetter über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren an diesem bestimmten Ort immer und immer wieder entwickelt hat, ja,
und ich mittel das Ganze, dann bin ich beim Klima dieses Ortes. Ja, also Klima ist nichts anderes als durchschnittliches Wetter. Man könnte auch schon fast sagen Klima als Normalfall des Wetters, weil am Klima messe ich immer, ob ein Wetter besonders extrem ist oder ob ein Wetter eher in, ich sag mal, den Rahmen dessen fällt, was man gemessen hat. Also Klima wird immer innerhalb eines Zeitraums gemessen und die Messung erfolgt durch eine sogenannte Referenzperiode, ja, durch eine sogenannte Referenzperiode. Und jetzt wird halt strittig diskutiert, wie lang diese Referenzperiode sein soll, damit man wirklich Klima angemessen messen kann, ja. Denn ihr könnt euch vorstellen, würde ich jetzt jedes Jahr eine solche Klimareferenzperiode angeben, würden ja zwischenjährige Veränderungen dazu führen, dass sich auch diese Klimareferenzperiode jedes Jahr relativ stark verändert. Das kann es ja nicht sein. Also jedes Jahr eine Klimareferenzperiode zu ermitteln, scheint unsinnig zu sein. Auf der anderen Seite würde ich jetzt eine Klimareferenzperiode beispielsweise nur auf Basis von 100-jährigen Zeiträumen messen, würde ich sicherlich Klimaveränderungen, Klimawandel, wenn man so möchte, zwischen diesen 100 Jahren nicht konkret angeben können. Also die würden wegfallen und das kann es auch nicht sein, denn diese Referenzperioden sollen ja angegeben werden, um auch tatsächlich ermitteln zu können, wie sich und auch natürlich ob sich Klima innerhalb bestimmter Zeiträume tatsächlich verändert. Und die Weltmeteorologische Organisation, die WMO, hat jetzt hierfür eine Periode von 30 Jahren festgelegt. Bedeutet also, wenn ich wissen möchte, wie die durchschnittliche Temperatur im Sommer beispielsweise in Deutschland aussieht, ja, machen wir es mal kurz, sagen wir mal einfach Deutschland, dann muss ich die Sommerdurchschnittstemperatur von Deutschland aus 30 Jahren nehmen, um dann sagen zu können, okay, das ist tatsächlich das Sommerklima Deutschlands. Und wenn ich das dann noch kleiner runterbreche auf einzelne Städte, dann sieht das dementsprechend genauso aus. Wenn ich die Sommer beispielsweise von Düsseldorf aus den letzten 30 Jahren ermittelt habe, dann kann ich sagen, ja, okay, das ist die Referenzperiode, die Klimareferenzperiode dieses Ortes für die nächsten 30 Jahre, ja. Und nach den 30 Jahren wird dann wieder eine neue Klimareferenzperiode berechnet, die natürlich höher oder niedriger ausfallen kann. Ja, man nennt diese Klimareferenzperioden auch Climatic Normals. Und die aktuelle Referenzperiode, die allerdings bald ausläuft, nach der wir uns aber noch richten müssen, ist die von 1961 bis 1990. Bedeutet also, wenn ihr jetzt beispielsweise in den Nachrichten hört, dieser Monat ist zu warm oder dieser Monat ist zu kalt ausgefallen, dann bezieht sich das immer auf die Referenzperiode von 1961 bis 1990. Also man vergleicht dann die durchschnittliche Temperatur dieses Monats, die aus den Monaten der Jahre 1961 bis 1990 ermittelt worden ist. Und wenn jetzt ein Monat zu warm oder zu kalt ausfällt, dann eben auf Basis dieser Referenzperiode. Ja, gleiches gilt auch für die Niederschlagsmenge, also für die Trockenheit oder für die Feuchte des Monats. Wenn jetzt beispielsweise der Monat relativ nass ausgefallen ist, dann bezieht sich auch dieses zu nass ausgefallene auf 1961 bis 1990. Und am 01.01.2021 wird die neue Referenzperiode dann die relevante sein, die dann von 1991 bis 2020 geht. Ja? So viel dazu. Und ich habe euch hier nochmal die aktuelle Definition des Klimas der WMO hier herausgesucht. Ihr könnt ja auf Pause drücken und dann könnt ihr euch nochmal anschauen, was genau die WMO zu diesen Referenzperioden sagt und warum sie die 30-jährige Periode gewählt hat und nicht eine kürzere oder nicht eine längere. Ja, und jetzt, nachdem wir wissen, was Wetter und was Klima ist, also wo wir sagen können, okay, Wetter ist offenbar der Risikofaktor und Klima ist offenbar der Normalfaktor, jetzt müssen wir wissen, wie Wetter sich auf die Performance von Unternehmen auswirkt. Sprich also, wie Wetter als Risikofaktor wirkt. Und hier vielleicht erstmal eine ganz, ganz interessante Information. Studien gehen davon aus, dass das Wetter einen direkten Einfluss auf das weltweite BIP
von je nach Studium, muss man dazu sagen, einem Drittel bis 80% hat. Ja? Also einen direkten Einfluss von 33, 3% bis 80%, ja, ist der Einfluss des Wetters direkt auf die Wertschöpfung von Unternehmen und damit auch natürlich von ganzen Ländern. Und dadurch ist natürlich das Wetter ein wesentlicher Risikofaktor, der sowohl Chancen als auch Risiken bietet. Denn ist das Wetter aus meiner Sicht günstig, mache ich dadurch natürlich eine bessere Performance. Und ist das Wetter aus meiner Sicht ungünstig, mache ich dadurch eine wesentlich schlechtere Performance. Also schon alleine ein Drittel, wenn man nur mal den untersten Wert nimmt, der nach Studien angegeben wird, ist ja schon eine enorme Zahl. Viel mehr als wahrscheinlich die meisten dem Wetter zuschreiben würden, wenn sie nicht diese Information hätten. Und wie das Wetter sämtliche Branchen beeinflussen kann, das möchte ich euch hier kurz mal anhand dieser Grafik zeigen. Also beispielsweise haben wir hier die Agrarwirtschaft, die Themenparkbranche, Kinobranche, Lebensmittelbranche und den Sommertourismus. Alles unterschiedliche Branchen und ich habe diese Branchen jetzt alle dem gleichen Wetter ausgesetzt, nämlich einem sehr heißen Wetter, also einem sehr heißen Sommerwetter könnten wir auch sagen. Ja, für die Agrarwirtschaft ist das sicherlich negativ, denn sehr heißes Wetter ist auch mit sehr, sehr trockenem Wetter verbunden, jedenfalls in den allermeisten Fällen. Und das ist dann dementsprechend nicht so gut für die Agrarwirtschaft, ja, weil dann dementsprechend die Feuchte fehlt und die Früchte reifen entweder schneller heran und damit unvollständig oder sie reifen gar nicht heran und gehen kaputt. Also für die Agrarwirtschaft ist auf jeden Fall sehr, sehr heißes Wetter nicht wirklich gut. Für die Themenparkbranche hingegen positiv, denn wer ist jetzt nicht beispielsweise an einem schönen Sommertag draußen im Themenpark und läuft dann dementsprechend dort herum? Für die Kinobranche kann man sich auch vorstellen, ist sehr heißes Wetter ungünstig, weil wer möchte bei der Hitze schon gerne im stickigen Kino sitzen? Ich denke mal keiner. Auch für die Lebensmittelbranche kann sehr warmes oder sehr heißes Wetter negativ sein, denn wenn wir uns jetzt beispielsweise mal so einen Lebensmittelproduzenten wie Nestle anschauen, der ja seine Rohstoffe von irgendwelchen Landwirten bezieht. Nun ja, wenn die Landwirte schon Probleme haben, dementsprechend die Produkte zu produzieren, dann wird dementsprechend Nestle jetzt auch die Probleme haben, diese Rohstoffe von den Bauern oder von den Landwirten zu beziehen. Ja? Und für den Sommertourismus schließlich ist das natürlich positiv, denn Sommertourismus wird ja deswegen getätigt, weil man irgendwie in die Wärme oder in die Hitze will, wie auch immer. Und so seht ihr auf jeden Fall, unterschiedliche Branchen sind unterschiedlich stark von diesem Wetter beeinflusst, aber alle sind sie vom Wetter beeinflusst. Und das ist ganz wichtig, dass man das hier mitnimmt. Und wir sehen auch, in allen Fällen ist entweder der Absatz oder die Beschaffung der Branche vom Wetter beeinflusst. Ja, und dadurch entstehen über das Wetter Mengenrisiken. Das ist schon mal ganz, ganz entscheidend. Also durch das Wetter entstehen sogenannte Mengenrisiken. Aber was jetzt wichtig ist, um zu verstehen, wie es auch zu der Entwicklung dieser Wetterderivate gekommen ist, das wird hier eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen. Wetter beeinflusst das Geschäft von Unternehmen nicht nur, wenn Naturkatastrophen entstehen, sondern auch und gerade im alltäglichen Geschäft. Denn ich sag mal so, glücklicherweise fegt jetzt nicht jeden Tag ein Tornado über das Produktionsgelände hinweg. Glücklicherweise gibt es jetzt nicht jeden Tag eine Sintflut. Ja, das sind alles Dinge, die natürlich die Unternehmen hinsichtlich ihrer Performance beeinflussen. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, die Performance-Beeinflussung spielt da gar keine Rolle mehr, weil dann durch solche Naturkatastrophen ganze Unternehmen natürlich auch zerstört werden können. Aber es sind gerade solche alltäglichen Wetterphänomene und alltäglichen Wettererscheinungen, die Unternehmen stark in ihrer Performance beeinflussen, und das ist viel wichtiger, dass man sich dagegen absichern kann, als gegen irgendwelche Naturkatastrophen, die vielleicht einmal im Jahrhundert oder sagen wir mal einmal alle 50 Jahre auftreten. Ja? Also um sich gegen unliebsames Wetter oder auch adverse weather, wie es im Englischen heißt, schützen zu können, welches also die Performance-Zahlen beeinflusst, muss daher ein bestimmtes Finanzinstrument her, und das ist das sogenannte Wetterderivat. Ja, und das ist das sogenannte Wetterderivat. Ich nehme auch schon nochmal kurz vorweg, damit es Sinn macht. Viele würden sich jetzt an dieser Stelle fragen, okay, warum schließt man nicht einfach bestimmte Versicherungen ab, die mich gegen Wetterrisiken schützen?
Das Problem ist einfach, zu dem Zeitpunkt, wo so etwas notwendig gewesen wäre, oder besser gesagt zu dem Zeitpunkt, wo diese Wetterderivate entstanden sind, gab es keine Versicherungen, die einen derartigen Schutz für die Unternehmen geboten haben. Das heißt, es mussten neue Finanzinstrumente her, weil die Versicherungswirtschaft nicht darauf eingestellt war, dass Unternehmen auf einmal einen Bedarf gehabt haben, um sich gegen alltägliche Wetterrisiken schützen zu können. Und deshalb hat der Markt ein eigenes Finanzinstrument konstruiert, was man hier jetzt das Wetterderivat nennt. Also da liegt letztlich der Ursprung drin. Ja, dann kommen wir aber auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir auf die Entwicklung des Marktes eingehen. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Ich hatte euch ja alle Bezugsgrößen, alle Basiswerte herkömmlicher Derivate einmal vorgestellt gehabt. Und wir hatten ja gesehen, dass das alles monetäre Werte sind. Das heißt, das sind alles Werte, die man in Geld ausdrücken kann. Aber bei Wetterderivaten sind die Basiswerte nicht wirklich in Geld darstellbar und auch nicht handelbar. Ja, wie will ich beispielsweise Temperatur handeln? Ja, ich kann jetzt nicht sagen, pass auf, Herbert bringt mir die 30 Grad aus Amerika hier hin. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht sagen, Regenwolke, bitte komm du zu mir und regne dich bei mir aus. Das heißt, ich kann Wetterfaktoren nicht handeln. Ja, das ist ein großes Problem. Und weil ich sie nicht handeln kann, kann ich sie dementsprechend natürlich auch nicht bepreisen. Also, wie muss ich hier jetzt vorgehen, um tatsächlich solche Basiswerte dann doch handelbar machen zu können. Ja, wie muss ich da vorgehen? Ja, und die grundsätzliche Vorgehensweise ist die folgende. Ich muss den Wetterfaktor in einen Index umwandeln, der mit dem Schwanken dieses Index oder der, die mit dem Schwanken dieses Indexes, so heißt es natürlich, ja, der, die mit dem Schwanken dieses Indexes verbundenen finanziellen, also nur die finanziellen Absatz- und Beschaffungsrisiken widerspiegelt, um somit den Wetterfaktor doch handelbar zu machen. Ja? Also ich muss einen Index konstruieren, der offenbar die Temperatur, den Niederschlag etc. beinhaltet. Und wenn dieser Index schwankt, dann muss damit auch klar und deutlich werden, dass finanzielle Absatz- und Beschaffungsrisiken damit schwanken, sodass ich automatisch eine Korrelation dazu herstellen kann, ob ein Ansteigen dieses Indexes oder ein Sinken dieses Indexes aus meiner Sicht positiv oder negativ ist. Ja, und das werden wir dann dementsprechend auch im nächsten Part besprechen, wenn wir uns zum, wenn wir über den Markt für Wetterderivate sprechen und wenn wir das Exposure gegenüber Wetterrisiken dementsprechend bestimmen. Ich freue mich wieder drauf, schaltet ein.